Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Forgotten Sands. Ich habe gerade hier einen Sarkophag eingesammelt. Und das hätte ich jetzt nicht machen sollen, weil da ist nämlich ein wunderschöner Vorhang, an dem ich leicht runterrutschen kann. Naja. Aber dann geht's da durch die Tür und dann, ja, sehen wir weiter. Was machen wir jetzt? Retten wir ihn oder lassen wir ihn einfach sterben? Er hat uns ja schließlich auch zurückgelassen. Nein, aber wir sind ja ein guter Prinz und deswegen verzeihen wir unserem Bruder das jetzt natürlich auch. Und werden ihn zu Hilfe eilen. So. Jetzt frage ich mich allerdings, wie der Malik dahin gekommen ist, wenn es da nicht noch eine Hintertür gibt. Okay, so. Tja, unser erster Endgegnerkampf. Aber da die gleiche Taktik wie bei den normalen Boss, den größeren Gegnern, einfach so lange auf die einkloppen, bis sie nachgeben. Und der Ratasch ist zum Glück recht langsam. Keine Angst, es ist nicht der finale Endgegner. Aua. Aua. Also, es ist nicht der finale Kampf, sag ich mal so. Ja, das ist mies, diese Stampfattacke. Und diese Schwertattacke. Vor allem, wenn man nicht aufpasst, so wie ich. Ah, ja. Das erinnert jetzt ein bisschen wieder an Two Thrones. Wie, das war schon? Komm, Feigling. Jetzt verzieht er sich wieder nach da oben und beschießt mich dann aus der Ferne. Oh. Aber er ebnet uns auch neue Wege. Ja, ich sollte vielleicht da hochklettern, wo es auch geht. Weil an glatten Wänden kommt selbst der Prinz nicht hoch. So unglaublich es auch klingen mag. Au! Daneben! Boah, das war knapp! Bleib doch mal stehen! Meine Güte! Okay. Ich hätte noch weiter nach oben klettern müssen. Nein! Hätte ich doch mal gerade nicht losgelassen. Ja, man wird leicht panisch, wenn man sich beeilen muss. Hast du das? Endgegner können nie was alleine. Die müssen immer irgendwelche Verstärkungen zu Hilfe rufen. Und machen sie dann selber platt. Danke.
brauche ich das nicht mehr zu machen. Ja, komm. Sprich so weit, dass man nicht auch verstehen kann. Ja, und jetzt muss ich wieder auf ihn raufklettern und wieder ein cooles Quicktime-Event machen, sozusagen. Stirb, du Monster! Oh mein Gott, was ist geschehen? Ja, jetzt dreht unser Bruder komplett am Rad. Und ich denke mal, dass wir das wieder am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wir sind dann mal wieder der Sündenbock. So, ja, ich habe jetzt leider auch nicht mehr so viel Zeit, auch... ja, ich muss jetzt auch gleich schon wieder aufhören. Aua. Ich suche nur noch was, wo ich speichern kann. Ich hoffe mal, wenn ich die Fallen hier überwunden habe. Was ich gerade so souverän getan habe. Ja, okay. Da treffen wir dann wahrscheinlich wieder die Rasier und sehen eine Zwischensequenz. Und mit der Zwischensequenz werde ich mich dann auch verabschieden. Das passt doch perfekt. Wie die Faust aufs Auge. Also, bis demnächst und haltet die Ohren steif. Ciao. Das Siegel ist weg. Und etwas ist mit Malik geschehen. Er tötete den Ifrit und... Euer Bruder hat Ratash nicht getötet, sondern er euren Bruder. Was? Nein, so ist es nicht passiert. Ihr habt es nicht gesehen, aber es ist geschehen. Ein gewöhnliches Schwert tötet keinen Djinn. Deswegen solltet ihr Ratash in Ruhe lassen. Seine Macht hat einen anderen Körper gefunden. Euren Bruder... Nicht lange und Ratash kontrolliert ihn. Nein, das kann nicht sein. Das ist die Wahrheit. Ihr kennt Malik nicht. Er ist stärker als ihr glaubt. Er bekämpft dieses Wesen und wird siegen. Selbst wenn es stimmt, muss euer Bruder dennoch sterben. Was? Wieso? Wenn ihr sagen wollt, dies sei eine Art Bestrafung. Natürlich nicht. Bedenkt, die Hälfte des Siegels eures Bruders ist zerstört. Wie wollt ihr die Armee aufhalten? Ich mache noch ein Siegel. Sagt mir wie. Dieser Zauber ist verloren. Die Zauberer, die ihn schufen, sind tot. Aber ihr könnt aufhalten, was ihr entfesselt habt. Ihr müsst nach Rekem gehen, die Stadt der Djinn. Dort findet ihr ein Schwert. Damit könnt ihr Ratash töten. Ist seine Macht zerstört, bricht das auch die Macht der Armee. Ratash töten? Ihr meint Malik? Das kann ich nicht. Liebt ihr dieses Land, Maliks Volk, eure Leute, euer Leben? Haltet ihr die Armee nicht auf, ist alles verloren. Ich bin nicht herzlos. Ich verstehe, dass das schwer ist. Aber es muss getan werden. Es muss auch anders gehen. Ihr müsst den Platz eures Bruders einnehmen. Ihr müsst die retten, die zu retten sind. Das macht einen Herrscher aus. Otratajen, Sukasarate Baldra Midahad. Der Eingang nach Rekem ist bei König Salomons Grab. Haltet Ausschau nach der Flamme auf dem Turm. Darunter liegt die Treppe zur Stadt.